Schule daheim. Leseideen Teil 1. Wir trainieren das flüssige Lesen. Können Sie das lesen? Sie müssen sich anstrengen. Ihrem Kind, das gerade lesen gelernt hat, geht es oft genauso. Das flüssige Lesen muss trainiert werden. Da Sie im Moment meistens in der Wohnung sind, finden Sie vielleicht auch Zeit, um mit Ihrem Kind die passenden Trainingseinheiten einzuplanen. Dreimal pro Woche 10 bis 15 Minuten sind prima. Hier finden Sie die 100 häufigsten Wörter, die Sie für die ersten Übungen mit Ihrem Kind nutzen können. Für das Blitzlesen brauchen Sie Wortkarten und eine Stoppuhr. Die Wörter können Sie gemeinsam mit Ihrem Kind aufschreiben. 20 Wörter sind prima für den Trainingsbeginn. Ihr Kind versucht in einer Minute so viele Wörter wie möglich zu lesen. Alle richtig gelesenen Wörter kommen auf einen Stapel. Danach werden diese Wörter gezählt und die Zahl aufgeschrieben. So wird der Trainingserfolg sichtbar. Für das Blitzlesen mit Luftballon oder Ball brauchen Sie wieder Wortkarten und Stoppuhr. Sie halten eine Karte nach der anderen hoch, Ihr Kind liest die Wörter und versucht gleichzeitig den Luftballon in der Luft zu halten oder den Ball auf den Boden zu prellen. Nach 60 Sekunden wird ebenfalls die Zahl der richtig gelesenen Wörter aufgeschrieben. Noch sportlicher wird es beim Tandemlesen. Sie sind der Trainer und Ihr Kind ist der Sportler. Ausdauertraining in der Wohnung. Suchen Sie gemeinsam nach einem Text, zum Beispiel in der Fibel oder in Büchern für Erstleser. Er sollte kurz sein und in Abschnitte eingeteilt. Auch Gedichte eignen sich. Setzen Sie sich nebeneinander, damit Sie beide den Text gut sehen und lesen können. Erster Schritt. Sie lesen den Text vor und zeigen dabei auf die Wörter. Das können Sie mit Ihrem Finger, einem Stift oder dem Lesepfeil tun. Ihr Kind liest still mit. Zweiter Schritt. Gemeinsam sprechen Sie über den Inhalt des Textes und erklären unbekannte Wörter. Dritter Schritt. Sie lesen den Text ein zweites Mal vor, Ihr Kind liest laut mit. Lesen Sie den Text langsam und passen Sie sich dem Tempo Ihres Kindes an. Diesen Schritt wiederholen Sie, bis Ihr Kind sicher mitlesen kann. Vierter Schritt. Jetzt lesen Sie die Abschnitte im Wechsel vor. Beim nächsten Durchgang tauschen Sie die Abschnitte. Toll gemacht! Bitte loben! Viele weitere Anregungen finden Sie auf den Seiten des LISUM. Vielen Dank an die Kolleginnen für die tollen Veröffentlichungen. In weiteren Videos werde ich noch mehr Ideen zum Lesen vorstellen.